sowas, aber wenn es bei Brasilias gehen würde, würde ich es mir überlegen. Ich weiß nicht, ob du es dir überlegen würdest, oder nicht einfach machen würdest. Aber woher habe ich eigentlich gesehen, dass der jetzt hier kämpft und naja. Guten Tag, der Herr. Cassandra, da bist du ja. Störe ich gerade? Hier habe ich früher immer mit meinem Vater kämpfen geübt. Nachdem er sich als Fischer zur Ruhe gesetzt hatte, verlor er allerdings das Interesse. Aber ich habe weiter geübt. Ich kann mit dem auch rummachen? Aber warum? Du solltest nicht alleine üben. Warum ist da ein Herz? Allein zu üben ist keine Herausforderung. Das ist doch an sich genau dasselbe. Warum ist da ein Herz und da nicht? Warum ist da ein Herz? Das heißt nicht gleich rummachen, Tobi. Achso, okay. Ist es nicht einsam, hier ganz allein zu üben? Versuchst du mich zu einem Übungskampf zu verleiten, Söldling? Ich wäre an einem freundschaftlichen Wettstreit interessiert. Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Hast du Angst, Athena? Ich... Gut. Üben wir. Das heißt, nur etwas sympathischer zu sein. Ach so, was zum Flirten führen kann. Ah, cool. Mal sehen, was du kannst. Aua. 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 Mehr hast du nicht drauf? Ha, ich fange gerade erst an. Ja, ich auch. Dreckige Aua. Spartaner. Timotheus, alles in Ordnung? Na los, Söldling. Schön mithalten. Bitte. Du bist doch der, der lahm ist. Ich will noch ein paar Gespräche mitbekommen. Also, schlecht ist er nicht. Ja, okay, der wollte nichts mehr sagen. Gut gekämpft, Athena. Alter, der ist voll blutig. Timotheus, was machst du denn? Ich? Nein, hör auf, hör auf. Nein, nein, bleib weg von mir. Ich werde dir nicht wehtun. Lass mich... Verstehst du nicht? Ich könnte dir wehtun, wenn du nicht wegbleibst. Du wirst mir nicht wehtun, Timotheus. Das weißt du nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich kontrollieren könnte. Ich weiß, du bist stärker als das, was es auch ist. Wenn ich so bin, wenn ich nur einen Wimpernschlag die Kontrolle verliere, sehe ich mich schreckliche Dinge tun. Timotheus. Nein, nein, nein! Halt! Aufhören! Durchatmen. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Danke. Du bist sicher, Timotheus. Ich verspreche es. Ich fühle mich besser. Vielen Dank. Könntest du einen Moment bei mir bleiben? Wenn du möchtest. Oh. Ehemaliger Soldat, ja. Oh Mann. Pater verkraftete die Rückkehr aus dem Krieg viel besser als ich. Bei jedem Geräusch oder einer unerwarteten Berührung springt mir das Herz aus der Brust. Aber er hat nicht mal gezuckt. Hast du es ihm erzählt? Ich konnte Pater nicht sagen, warum ich entlassen wurde. Mal ganz zu schweigen hiervon. Ich wollte ihn stolz machen. Warum wurdest du entlassen? Ich verlor in der Schlacht die Beherrschung und tötete einen Kameraden. Mein Befehlshaber mochte mich. Ich hatte Glück. Er entließ mich wegen Manie anstatt Verrats. Als ich aus dem Krieg zurückkehrte, fragte Vater mich nie, warum. Ich weiß nicht, ob er etwas vermutete oder... Vielleicht versteckte er seinen inneren Kampf nur genauso wie du deinen. Wenn das stimmt, war er stark genug, um es vor allen geheim zu halten. Und ich bin zu schwach, um es selbst vor dir zu verstecken. Ich
Ja. Du hast überlebt, du bist stark, jeder hat Narben. Ich probiere mal das aus. Timotheus, du bist stark. Das kann jeder sehen. Du glaubst, ich bin stark? Du bist C. Willst du Komplimente? Du kümmerst dich um andere. Jeder, der sich so um andere kümmert wie du, ist stark, Timotheus. Du findest, ich kümmere mich? Natürlich. Hier liegt viel an Lykinos und anderen. Andere? Es wird alles wieder gut, Timotheus. Danke. Und unter anderen Umständen würde ich dich nie darum bitten, fern zu bleiben. Kommen wir uns näher? Ja, nee, ja. Ich denke, fürs Erste sind wir uns nah genug. Na schön, so ist es auch nett. Er ist weg. Oh mein Gott. So. Ja, schön. So ist das also auch nett. Wen haben wir denn freigeschaltet? Da ganz hinten. 44. Ja. Gut. Die sind einfach beide wie kleine Kinder. Ich werde alles, was du sagst, nachfragen, weil ich mehr hören möchte. So. Na gut. Aber cool. Mal abkühlen. Ach ja, ach ja. Die Frage ist, was wir jetzt machen. Ah, da war noch irgendwo ein blaues Ausrufezeichen. Ja, irgendwo da geradeaus. Ja, das sieht man auch auf dem Kompass. Schau mal hier kurz an der Tafel. Das Schlagen des Hammers. Feindliche Schwergewichte stellen eine große Bedrohung auf den Schlachtfeldern dar. Sie müssen ausgeschaltet werden, bevor sie noch mehr Blut vergießen. Akzeptiert. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Früher hasste ich das Wasser. Nachtfischer brauchen Hilfe, Haie und Piraten in der Gegend zu erledigen. Ja, nehmen wir das auch mal mit. Ozeanbedrohung. Athena-Schiffe gewinnen zu viel Vorherrschaft über die See. Ja. Ressourcen für die spartanische Kriegsbemühung entscheidend sind, werden in Kisten gelagert. Ich nehme einfach mal alle mit. So. Und schau mal, was wir jetzt da machen können. Dürfen wir? Hier passen die Wachen sicher gut auf. Sehe ich nicht. Hey! Hey, Jungs! Auseinander!
Das geht nicht. Ihr seid erwachsen. Nein. Mhm. Auseinander. Gut, gut, gut. Gut. Alter, die haben sich ja mega gezopft. Ah, da kommen dicke Dinger. So. Oh, voll schön. Söldling, kann ich etwas von deiner Zeit kaufen? Du wirkst weiser, als Söldner es sonst sind. Vielleicht fast so weise wie Athena selbst. Ach du, oh. Pass besser auf, was du sagst. Das ist erfrischend. Du bist direkt, Mütterchen. Ich sage die Wahrheit. Du kennst mich? Gib nicht vor, du wärst deiner Infamie nicht gewahr, Adlerfrau Cassandra. Ich habe einige Aufgaben für jemanden mit deinem Ruf. Aber wenn du dich dem nicht gewachsen fühlst? Was für Aufgaben? Wie steht es um deine Urteilsfähigkeit? Welcher Gott ist gefährlicher? Poseidon oder Apollon? Die Antwort findest du unweit von hier im Grab. Das ist doch nur ein Rätsel. Rätsel verraten viel und können sich lohnen, zumindest bei mir. Beweise dich, indem du zum Friedhof neben dem Heiligtum der Athener gehst und das löst. Okay. Na gut. Ich löse dieses Rätsel. Welche Gottheit ist am gefährlichsten? Tröd. Lustig. Entschuldigung. Oh, die Quests sind cool bei der Tante. Echt? Ja, cool. Dann haben wir auf jeden Fall was, auf das wir uns nächsten Montag freuen können. Es ist schon wieder 7:45, ne? Bewegung! So. Wieder ein Tag vorüber. Das stimmt. Das ist wahr. So. Also die Quest können wir ja noch machen. Und los. Die Quest schaffen wir noch. Ella. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Los! Nichts passiert. Es hat uns schon ein Vision. Hier liegt mein Vater, ein einfacher Bauer, der von einem Löwen zerrissen wurde. Mögen die Götter ihm Frieden gewähren. Ein goldener Teller mit Sonnensymbol. Eine Gabe an Apollon und seine jugendliche Kraft. Löwen sind goldene Bestien mit sonnengleichen Mähnen. Apollon liebt sie.
Doch macht ihn das zum gefährlicheren der beiden Götter? Beschütze uns vor reißenden Zähnen und beißenden Bestien. Klingt wie das Gebet eines Kindes. Hier liegt mein tapferer Bruder. Er wollte unser Dorf gegen Feinde verteidigen, aber sein Schiff sank und er wurde von Haien gefressen. Was von ihm übrig blieb, bestattete ich in diesem Grab. Oh. Ein Schiffsmodell als Gabe an Poseidon. Jemand fürchtete den Tod auf dem Meer. Poseidon herrscht über die Haie wie über alle Kreaturen des Meeres. Ist er der gefährlichere Gott? Du! Ich weiß, wer du bist! Du sollst mich in Athenas Auftrag töten! Wie kommst du darauf? Ich sollte wegen Mordes angeklagt werden, aber das Gericht und alle Dokumente verbrannten. Schließlich kam ich frei. Doch Athena spricht jetzt in meinen Träumen von Gerechtigkeit. Und dann erscheinst du. Du hast recht, ich bin auf einer göttlichen Mission. Nein, ich erfülle nur einen Auftrag. Ich wurde von einer alten Frau angeheuert und du bist nicht Teil meines Auftrags. Benimm dich, damit ich nicht meine Meinung ändere. Ich kenne Athenas Worte. Der Tod wird meine Klinge kennenlernen. Ernsthaft? Ich verliere nie! Ich habe alles gesehen. Jetzt muss ich das Rätsel dieser Frau beantworten. Was war das denn? Guten Tag. Ah, schön. Tja, er wurde jetzt gerettet und hat sein Leben weggeworfen. Gut. Er spricht mit der rätselhaften Frau, wo es mal fährt. Los! Na los! Komm ich hier. Nee, ich muss irgendwo an. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Okay, also wer ist der Gefährlichere? Der über die Meere herrscht oder? Bin ich gerade blind? Wo muss ich hin? Dahin. Ja, da. Okay. Der über das Meer herrscht oder der mit los! Den Tieren? Oder mit den Löwen. Und los geht's! An sich würde ich von mir aus sagen, Poseidon. Weil Meer und alles, was drin ist, ist ein bisschen mehr als ein paar Löwen. Aber da war eben dieses eine kleine Gebet. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Bist du nicht willkommen? Ja, ich gehe einfach weiter. Da war eben das eine Gebet, was so ein bisschen Fragen aufwirft. Wo gehe ich eigentlich gerade? Na los! Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Nette Flugrolle. Oh Mann, wie komme ich denn jetzt hier hin? Da, okay. Ich bin ja schon. Und ja, weiter. Einfach einen zu früh abgewunken. Jeder fängt mal klein an. Jeder fängt klein an. Welches Level bist du? 32. Ah.
Vorwärts. Die könnte ich hier glatt besiegen. Zwei Treffer. Nur 6 Level über mir oder so. Hier vorne du chillst so oder so und dann kommt einer an. Ey, welches Level bist du? Komm schon! Ja. Ho, ho! Ey, welches Level? Wie komme ich da rein? Egal, ich. Hier kannst du was trinken. Weil so neben der Stadt würde ich eigentlich nicht trinken. So. Du warst lange auf dem Friedhof. Was hast du herausgefunden? Woher weißt du, dass ich dort war? Das ist unwichtig. Ich glaube, du kannst gut in Menschen lesen. Ich glaube, du hast eine göttliche Gabe. Ist es der Dreck an meinen Sandalen? Der Ausdruck in meinen Augen? Du kannst Menschen gut lesen. Vielleicht. Aber welcher Gott ist deiner Ansicht nach gefährlicher? Poseidon oder Apollon? Sag mir, warum dich das so interessiert. Weil ich 2 Aufgaben an Söldner zu vergeben habe, von denen die leichtere beinahe jeder erledigen kann. Natürlich werde ich dir die gefährlichere übertragen. Das verstehst du sicher. Ach so, jetzt kann ich auch Athena machen. Apollon und seine Löwen sind gefährlicher. Athena ist die gefährlichste. Poseidon und seine Haie sind gefährlicher. Ich finde es, mir ist gerade aufgefallen, dass ich habe eben die ganze Zeit überlegt, ob wir Apollon nehmen sollen wegen den Löwen, wegen dem Gebet da. Also schütze mich vor ja, Klauen und Gebiss oder irgendwie so. Und da hatte sie aber gemeint, also Cassandra hat dann gemeint so, ah, das hört sich an wie vom Kind geschrieben. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Athena. Ich finde, sogar Athena ist am gefährlichsten, weil Athena steht ja für Weisheit und Schiffsbau. Aber vor allen Dingen für Weisheit. Und ja, Poseidon mit dem Meer. Ich nehme jetzt mal Athena, weil der Typ ist ja nur wegen seinen Wahnvorstellungen wegen Athena so ausgerastet. Ja, keine Ahnung. Ich. Beide können gefährlich sein. Doch ich traf einen Mann, der behauptete, Athena hätte mich gesandt, ihn zu töten. Merkwürdig. Könnte sie deine Worte hören, wäre die Göttin der Gerechtigkeit bestimmt amüsiert. Okay. Ja, dann... Ja. Also... voll drauf reingefallen, ja. Total. Ja, aber ich dachte, dass sie die Weisheit ist und nicht die Gerechtigkeit. Aber ich finde, Weisheit ist um einiges gefährlicher als, oder also, damit kann man sehr viel mehr machen als mit ein paar Löwen, so ungefähr. Ja. Ein Bauer wurde während der Ernte von einem Löwen angegriffen. Wenn eine goldene Bestie bei strahlendem Sonnenschein angreift, kann das nur Apollons Werk sein. Somit ist er der gefährlichere Gott. Gold ist verführerisch und gefährlich, ja. Apollon ist eine logische Wahl. Dann sind wir uns einig.
Deine Wahl ist durchdacht. Das gefällt mir. Nimm dies für deine Urteilsfähigkeit. Du willst mein Urteil, doch mir scheint, du urteilst über mich. Tue ich das? Bedenke, dass Löwen Bauern nicht grundlos angreifen. Du vermutest also, dass etwas die Löwen in Aufruhr versetzt. Du findest bestimmt heraus, was es ist und hilfst den Einwohnern bei diesem Löwenproblem. Gehe in die Argolis, östlich des Hypermnestra-Lagers. Ich tue, was ich kann. Entschuldigung. Hätten wir Apollon genommen? Nee, Poseidon und Apollon haben wir jetzt, genau. Hätten wir Poseidon genommen, hätten wir dann eine Quest mit Hain bekommen? Fähigkeit. Athena hat doch nicht nur eine Funktion. Ja, aber die Hauptfunktion nehmen. Prozent Jägerschaden, ja. Ist halt 290, ist nicht so viel. Ja, es gibt unterschiedliche Quests, je nachdem, was du auswählst. Ah, krass. Ja, cool. Was hast du gewählt? Ich muss meine Speerstufe erhöhen. So, aber das war's jetzt für heute.